Seltener Besuch aus der Tiefsee. Dieser junge Riesenkalmar hat sich in Japan in den Hafen der Stadt Toyama verirrt. Ein Taucher geleitet das 4 Meter lange Tier zurück ins offene Meer. Akinobu Kimura, der in Toyama einen Tauchladen betreibt, berichtet im Fernsehen von den starken Saugnäpfen, die ihm Schmerzen bereitet hätten. Der Tintenfisch habe sich um seinen Körper geschlungen. Ein Vertreter des örtlichen Aquariums zeigt sich überrascht von der Größe und der grellroten Farbe des Weichtieres. Riesenkalmare kommen immer wieder in Fischernetzen an die Meeresoberfläche. Lebende Exemplare unter Wasser werden extrem selten gesichtet.